durch die Krieger. Der Pfad des Herrn ist Dschungel. Folge dem Pfad. Und du wirst die Antwort finden. Welche Antwort? Wo bin ich? Ist da wer? Was zum Teufel? Du bist wach. Na, vielleicht nicht ganz. Dein Arm wurde betäubt. Für das Tatau. Ein Tatau. Es ist mutig, im Sturm zu schwimmen. Aber ein Sonnenbad am Strand der Piraten? Wahnsinn. Du hast das Recht, mich zu töten. Aber ich habe das Recht, dich mitzunehmen. Welch ein düsteres Gespräch. Hi, Dennis. Jason. Bangau. You. Nabalaba. Der Reiher, der Hai und die Spinne. Ich weiß, wer du bist, Jason. Du bist ein Krieger. Und das Tatau wird dir ermöglichen, dein wahres Ich zu enthüllen. Mein wahres Ich? Was zum Teufel laberst du da? Hör zu. Mein älterer Bruder wurde ermordet. Ich muss meinen jüngeren Bruder und vier andere Freunde finden. Komm. Du hilfst mir also? Ich werde dich befreien. Dann wirst du von niemandem Hilfe brauchen. Welch ein komischer Kauz. Ich mag ihn. Ich hab dich am Strand gefunden. Willkommen in Amanaki, Freund. Es ist wunderschön, oder nicht? Ja, schon. Selamat, Tengahari. Ich habe Jason Brody hier bei mir. Der Mann, der Vaas lebend entkommen konnte. Deine Flucht ist ein Zeichen, dass das Blatt sich wendet. Und unser Volk braucht dringend gute Nachrichten. Also, das ist dein Volk. Die Insel ruft nur die Stärksten. Sie rief mich. Die Inselbewohner, die Rakyat, akzeptieren mich und sie nahmen mich in ihren Stamm auf. Die machen was her, oder nicht? Sehr hübsch. Ja. Frage. Ich könnte ziemlich ansehnlich. Aber mein Wille ist auf eine gerichtet. Hier. Geld für Waffen. Ui, dankeschön. Du willst deinen Bruder retten, richtig? Ich habe noch nie auf jemanden geschossen. Wie sagt man noch in Amerika? Für alles gibt es ein erstes Mal. Na dann gib her. Gun Shop. The best guns in town. Wahrscheinlich auch die einzigen. Okay, also rein da. Was möchtest du kaufen? Waffen. Ich habe 60, die kriege ich ja 60, dann nehme ich mir die mal. Ja, nach oben, ne? Was anderes bleibt mir ja nicht übrig. Bring diese Funktürme online. Ohne die kann ich nichts aus den abgelegeneren Dörfern bestellen. Und glaub mir, die haben genau die Ausrüstung, die du brauchst. Welche Funktürme? Dann folge mir, mein Freund. Okay. Hier kommt die Kraft aus dem Dschungel. Aus der Insel. Du musst das Gelände kennen. Jederzeit wissen, wo du bist. Vaas nutzt die Türme, um die Insel zu kartieren und seine Männer zu finden. Störsender blockieren den Zugang. Unser Volk hat keine Verwendung für solche Geräte. Aber du. Du wirst wertvolle Informationen bekommen. Ja, die Störsender sind ganz oben. Jeder Turm deckt ein begrenztes Gebiet ab. Kletter auf alle und du deckst die gesamte Karte auf. Cool. Wie eine Session Squid also? Entschuldigung. Session Squid, was ist das? Ich bin hier im Dschungel und so. Na? Warum bleiben
wir stehen. Hui. Anschließend an ein Ziel. Hm. Krieg ich wohl hin. Auf zum Wacht, zum Funkturm da oben. Da wollen wir hin. Hm. No trespassing. All violators will be shot. Survivors will be shot again. Hoffentlich werden wir nicht entdeckt. Oder so. Das wäre ärgerlich. Also nochmal zur kurzen Erklärung. Und nochmal eine kleine Willkommensleistung zu Far Cry 3. Wie gesagt, ich habe das Spiel schon einmal ein bisschen gespielt. Also Steuerung kenne ich und so ein bisschen das Prinzip, wie das Spiel abläuft. Aber es ist wirklich storytechnisch zum größten Teil blind und auch... Genau. Noch einige Sachen, wie zum Beispiel das Jagen und so weiter, sind mir auch noch nicht so ganz inne. Außerdem habe ich diese Funktion des Steinewerfens bisher relativ wenig genutzt. Auch wenn die wirklich praktisch ist. Naja. Gehen wir mal hier rauf. Eine Schlange. Die ziemlich viel aushält. Hm. Okay. Kisten plündern. Eine antike Münze. Munition. Geld. Hai-Fetisch. Noch mehr Geld. Und ein roter Pokerchip. Und noch mehr Geld. Oh, das wird langsam Tag. Gut, dann geht's mal rauf hier. Auf diesen absolut sicher aussehenden Funkturm. Ich weiß echt nicht, was da passieren könnte. Aber eine schöne Aussicht hat man, finde ich, muss ich ja echt schon sagen. Da ist das Dorf. Da. Und da hinten die große Wildnis. Oder sowas in der Art. Warum nicht? Hm? Und noch eine Kiste. Ein Konfliktdiamant und MP-Munition. Kann man immer gut gebrauchen. Recht die Spitze des Funkturms. Und es scheint hier oben ziemlich fackelig zu sein. So als Referenz. Jetzt betätige ich gerade keine einzige Taste. Also, ja, ist wackelig, ja. Kiste plündern. Eine S-Spielkarte. Hm. Und einen Störsender kaputt machen. Ich find's komisch, dass er sofort weiß, was man machen muss. Und diese Art der Map-Aufdeckung erinnert doch ganz stark an ein anderes Spiel von Ubisoft, welches ich schon vorhin referenziert habe. Auch wenn hier Möwen um den Turm fliegen und keine Adler. Und fliegen, Motten, was auch immer. Hm. So, und hiermit kommen wir schnell wieder runter. Woohoo! Und er hat einen Gürtel in der Hand. Er macht das nicht so mit der Hand. Nein. Hm, und da sind wir wieder unten. Nette Fahrt, ha? Ja. Hab's erledigt. Gut. Zeig mir deine Karte. Bitteschön. Öffne die Karte mit Klotz. Siehst du? Alles, was du wissen musst, ist nun durch den Funkturm aufgedeckt. Geschäfte, Abenteuer. Die Insel ruft nach dir. Und genau wie du sind die Händler hier von außerhalb. Auch sie brauchen die Funktürme für ihre Geschäfte und sie belohnen dich für jeden befreiten Funkturm. Ein Gratiswaffen. Muss jagen. So will es die Natur. Sieh auf die Karte und wähle dein Jagdrevier. Hab keine Angst vor deinem Instinkt. Die Gesellschaft lehrte dich zu versagen, nicht die Natur. Hm. Mein Instinkt? Ja. Sag mir hier. Also, willst du deine Freunde retten, musst du den Dschungel kennen. Tierhäute und Leder ermöglichen dir, Ausrüstung und viele Waffen mitzuführen. Aus Pflanzen kannst du starke Medikamente herstellen, die dich heilen und deine Sinne schärfen können. Geh! Kehre zurück, wenn du den Dschungel beherrschst. Wie meinst du das? Was soll ich denn dort tun? Hör
auf deinen Instinkt. Okay, ich drücke den Klotz erneut, um die Karte zu schließen. Vorher möchte ich allerdings nochmal zurück, denn im Shop gab es gratis Waffen. Und hier kriege ich eine Pflanze. Muss ich später eh noch sammeln. So. Ab zum Shop. Und ein wenig gratis Waffen abholen. Nein, ich bin nicht geschäftlich hier, glaube ich. Schätze ich. Welche Waffen ist jetzt gratis? Sturmgewehre? Die. Ja, damit. Weiter das Magazin, obwohl ein erweitertes Magazin wäre nicht schlecht, kann ich mir aber nicht leisten. Also einfach nur ausrüsten. Und zwar statt der Pistole. Kann ich auch etwas verkaufen? Ich kann etwas verkaufen, aber das mache ich einfach später. So. Wiedersehen. Tschüssi. Moment, da muss ich lang. Und wieder raus aus dem Dorf. So, und damit haben wir schon eine etwas bessere Waffe als einfach nur so eine Pistole. Und wie auch in Far Cry 2 gibt es natürlich auch hier in Far Cry 3 Autos, die man fahren kann. Los geht's. So. Vorsicht, noch... Meine Güte, fahren wir noch nicht direkt vor der Stoßstange. Das fährt auch nicht weg, es rennt auch nicht weg, ne? Irgendwie mal von der Straße runter oder sowas. So, hier müssen wir mal so langsam links abbiegen. Damit wir in Richtung Jagdgebiet kommen, wo wir hin können. Pflanzen und Tiere besorgen. Aber welche? Ganz einfach rote Blätter, grüne Blätter, blaue Blätter und zwei Wildschweine heute. Wobei wir ein grünes Blatt schon vorhin gesammelt haben. Hier gibt es schon mal das eine rote Blatt, das wir benötigen. Dankeschön. Das Schwerste dabei ist tatsächlich, die Wildschweine zu kriegen. Weil Tiere sind in diesem Spiel ziemlich robust. Ein Kopfschuss reicht da nicht. Ups, oder? Hab ich dich. Okay, das hat halbwegs gut funktioniert. Das nächste sollte ich dann vielleicht doch besser aus der Distanz töten. Nicht so von so nah dran. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich jetzt hier eins gesehen habe oder nicht. Vielleicht auch nicht, aber hier kann ich mir immerhin schon mal das eine benötigte blaue Blatt besorgen. Moment. Da. Ja, damit. So, und wieder nach oben. Sehr schön. Zurück an Land. Und wir brauchen noch ein grünes Blatt. Und ein Wildschwein. Grünes Blatt kriegen wir auf jeden Fall hierher. Das sollten genug Pflanzen sein. Jetzt brauche ich noch ein Wildschwein. Und da ist eins. Ich hoffe mal, das kriege ich halbwegs gut erledigt. Ja, sehr schön. Das hat verhältnismäßig gut funktioniert. Her damit. Dankeschön. So. Und wieder zurück. Dort gibt es ein Auto, dort gibt es ein Auto. So. Und rein da. Ach, ich soll jetzt eine Schnellreise machen. Naja, gut, dann meine Schnellreise. So. Und eine Schnellreise. Schnellreise ist aber im Allgemeinen recht langweilig, denn da sieht man einfach nur diese Ladezeit. Die zwar für eine Ladezeit schon recht schick ist, ne? Also so ist es ja nicht. Aber es ist immer noch nur eine Ladezeit.
Da komme ich raus. Genau. So, und mit Dennis sprechen. Dennis befindet sich in diese Richtung. Da ist er. Dennis, ich habe die Pflanzen und Tiere. Gut, forme die Natur nach deinem Willen. Ich zeige es dir. Herstellen. Jetzt benutze die Pflanzen, um zwei Spritzen herzustellen. Gut, Jason. Vielleicht findest du noch wirksamere Pflanzen im Wald, wenn du Glück hast. Nun, benutze die Häute der getöteten Tiere, um deine Taschen zu vergrößern. Die Herstellung ermöglicht dir, mehr Waffen, Geld, Beute und Spritzen zu tragen. Ja. Habe ich doch alles schon. Eine Sache noch. Das Tattoo auf deinem Arm. Es bedeutet, dass du besonders bist und die Seele eines Kriegers hast. Du bewegst dich auf einem Pfad. Ich zeige dir, wie du es ergänzt. Mit jedem Tattoo lernst du eine Fähigkeit. Du kannst drei verschiedene Arten von Fähigkeiten lernen. Und nun zeige ich dir den Takedown. Takedown. So ist gut. Ja. Du wirst immer stärker. Mit jeder Fähigkeit wird das Tatau größer. Nimm noch eins. Das hast du gut gemacht, Jason. Das Tatau. Oh, ein Anruf. Hey, Philippe. Wir fahren zum Außenposten bei Amanaki. Wir haben dir eine Amerikanerin. Komm her, wird lustig. Was ist denn jetzt? Lisa. Oh, Scheiße. Wir müssen sie zurückholen. Komm, mir nach. Okay. Aber das kommt erst im nächsten Part. Denn das war's für dieses Mal mit Far Cry 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich, habt noch ein schönes Leben und tschüssili.